Hallo und willkommen auf meinem Videokanal. Heute geht es mal, wie ihr seht, um meinen VW Golf. Ich habe ihn vor 6 Jahren, 2015, neu gekauft. Habe ich aus Wolfsburg abgeholt, das gute Stück. Urano Grau Metallic, sagt man, glaube ich, zu der Farbe. 92 Kilowatt, 1,4 Liter und nun war mal wieder die Inspektion fällig und ich bin immer noch so ein bisschen fassungslos. Ich lache da jetzt so ein bisschen drüber, aber eigentlich ist es total traurig und habe mich jetzt dazu entschlossen, das Ganze mal offen zu legen, wirklich alles offen zu legen, was es dazu zu sagen gibt. Und da fange ich mal bei der Inspektion im letzten Jahr an, habe ich bei der gleichen Firma machen lassen und da war eigentlich auch alles klar. Ich zeige die hier mal und ihr seht, da ist jetzt nichts großartig zu bemängeln. Da wären jetzt, wenn ich kleinlich wäre, die ein oder andere Kleinigkeit. Aber Inspektionen, das ist immer so ein bisschen auch wirklich eine Vertrauenssache. Und mein Vertrauen ist jetzt wirklich total zerstört. Guckt es euch selber an. Jetzt kommt die zweite Rechnung also. Die zweite Rechnung hat zwei Seiten. Das Ganze sind ein bisschen über 600 Euro geworden. Gut, ist viel für eine Inspektion, aber habe ich mir erstmal so nichts bei gedacht. Wie gesagt, das habe ich erstmal so zur Kenntnis genommen, habe dann schon im Auto gemerkt, als ich das mit der ersten Rechnung verglichen habe, naja, da stimmt irgendwas nicht, bin dann auch nochmal reingegangen. Der gute Mann von Pitstop sagte dann, ja, muss er mit seinem Chef klären, wollte mich anrufen. Hat er dann auch zeitnah gemacht. Ich war dann zu Hause, hatte angerufen, hat mir einen Gutschein angeboten und da habe ich ihn noch gefragt. Naja, er wird ja noch die eine oder andere Sache bei der Rechnung bemerkt haben und da sagt er zu mir, nö. Also da ist sonst alles korrekt, alles richtig gemacht und so. Und da sagte ich dann zu ihm, ja, dann möchte ich das lieber mit der Zentrale klären. Habe auch einen Brief fertig gemacht zur Zentrale, habe jetzt leider trotzdem noch ein paar Sachen vergessen. Aber gut, habe denen auch geschrieben, dass ich ein kleines Video davon mache, um hinterher erstmal den Kunden Tipps zu geben und natürlich auch den Mitarbeitern. Ich habe Kfz-Technik studiert. Ich bin nur leider im Augenblick nicht in der Kfz-Abteilung tätig, habe also keine Auszubildenden in dem Bereich, aber denke, dass ich da schon einiges zu sagen kann. Und das seht ihr jetzt auch hoffentlich. Ich stelle jetzt mal beide Rechnungen gegenüber. Und dann seht ihr an der ersten Position schon mal der Innenraumfilter. Innenraumfilter, letztes Jahr gemacht. Innenraumfilter, dieses Jahr gemacht. Ist ein bisschen viel Innenraumfilter. Und dann können wir auch schon gleich weitermachen. Dann kommen wir zur nächsten Position. Luftfilter. Luftfilter letztes Jahr gemacht, ist ja egal, Luftfilter können wir ja dieses Jahr auch nochmal machen. Jetzt kommt eine Sache, wobei man der Pitstop Rechnungskreativitätsabteilung einen ganz besonderen Lob aussprechen muss. Da habt ihr euch was super ausgedacht. Man macht eine Wartung bei euch, ihr wechselt einen Luftfilter, das gehört nicht zur Wartungspauschale, nein, das wird extra berechnet, einmal Innenraumfilter, einmal Luftfilter, ich habe das mal mit einem Textmarker markiert, habe ich in meiner langjährigen Werkstattkarriere noch nie gesehen. Also gut, auch wenn Corona allen zu schaffen macht und es in Werkstätten sicherlich nicht so gut geht, weiß ich nicht, ob so etwas sein muss. Der nächste Punkt, der dann noch anzumerken wäre, ist Klimainspektion. Ja, Klimainspektion letztes Jahr gemacht, Klimainspektion dieses Jahr gemacht. Hat der Mitarbeiter mir auch schon zugestanden. Das war die Sache, wo er mir dann den Gutschein geben wollte, wo ich dann gesagt habe, naja, ist ja nicht so die einzige Sache. Kommt ja noch die eine oder andere Sache. Dann nächste Position ist Bremsflüssigkeit wechseln. Ja, wird immer gerne gemacht. Verstehe ich nicht, kann ich das letztes Jahr gemacht. Ach, da sind wir gut drin, klar. Nochmal, Bremsflüssigkeitinspektion, machen wir einfach nochmal. Da ist dann in der Rechnung noch eine kleine Position, die muss ich, mir die mal eben angucken. Ja, das steht ganz am unten, Position 12. Entsorgung, Allteile, 2,48 €. Gut, ist jetzt nicht so eine Menge, aber
Ja, mein Gott, wenn ich neu die Teile bei euch kaufe, dann muss ich für die Entsorgung auch noch zahlen. Okay, ja, klar. Tipp, Altölentsorgung, habt ihr gar nicht mit aufgeschrieben. Ja, aber ist eigentlich ähnlich. Ich kaufe ja die neuen, das neue Öl bei euch. Ja, wie gesagt, nur so als Tipp, könnt ihr ja nächstes Mal einfach auch noch mit aufschreiben. Ne? Gut, kommen wir jetzt gleich dann zu Tipps für Kunden, für die Werkstatt. Was ist meiner Meinung nach jetzt alles schiefgelaufen und was kann man bei Inspektionen allgemein sicherlich verbessern und worauf kann ich als Kunde achten? Der erste Punkt, auf den Werkstätten und auch Kunden achten müssten, natürlich Altrechnung. Ich kann das immer noch nicht fassen, wieso guckt man sich nicht die alte Rechnung an und dann vermeidet man doch automatisch Sachen, die man hätte vermeiden können. Also, Punkt 1, alte Rechnung ansehen. Zweiter Punkt, die eigenen Tipps, die auf der neuen Rechnung stehen, angucken. Kann nicht schaden. Stehen ja einige Sachen drauf, sehr hilfreich. Wann ist ein Bremsflüssigkeitswechsel fällig? Zündkerzenwechsel, Luftfilter, Innenraumluftfilter. Steht ja alles auf der Rechnung drauf. Dritter Tipp. Vielleicht einfach mal ins Serviceheft gucken. Bei einem werkstattgepflegten Wagen, da kann ein Serviceheft durchaus was hergeben. Mein Serviceheft, das ist die neue Inspektion, die steht natürlich gar nicht drin. Ich habe den Mitarbeitern natürlich gesagt, Serviceheft liegt auf dem Beifahrersitz, habe ich extra rausgesucht. War noch in der Pitstop-Mappe drin, mit der alten Rechnung dabei. Muss ich also nächste Woche nochmal hin. Gut, also einfach mal ins Serviceheft sehen. Da sieht man, was man beim letzten Mal gemacht hat. Und auch natürlich für Kunden, ist ja nicht weg. Und als zu guter Letzt, vierter Tipp. Man kann auch auf die Aufkleber gucken, die man selber dran gemacht hat. Geht! Ja, da sieht man dann, dass man letztes Jahr Luftfilter gewechselt hat. Dass man die Klimaanlage im letzten Jahr gereinigt hat. Ja, da seid ihr vorbildlich. Da stehen Aufkleber dafür da. Und zu guter Letzt sage ich einfach nochmal, das ist jetzt kein Tipp, als Kunde kommt man auch in eine Werkstatt und man verlässt sich ja auch darauf, dass sie was können. Erfahrung, sage ich einfach mal. Man muss ja auch letztlich, muss eine Werkstatt, die kann das auch sehen, ob Luftfilter voll sind. Ja gut, Bremsflüssigkeit ist schwierig, aber ne, Leute, da muss die Erfahrung. Und einen habe ich noch. Zu guter Letzt kommt noch mal ein Bild. Ich nehme mich jetzt mal raus und das war so die Krönung. Empfehlung, der nächste Service in 2 Jahren. Das habe ich ja noch nie erlebt. Klebt ihr da drauf, hängt noch bei mir an der Tür. Nächste Service in 2 Jahren. Okay, oder wenn die Anzeige das sagt, aber da müsst ihr nochmal in euch gehen. Da fehlt mir wirklich jegliche Erfahrung, wie mir bei der ganzen Geschichte einfach auch. Also ich habe es am Anfang gesagt, ich lache dann gerne. Ich bin immer noch fassungslos einfach, wie man so eine Rechnung schreibt, wie man sowas überhaupt machen kann, kann ich echt nicht fassen. Ich habe also nahezu 350 Euro zu viel bezahlt. Ich gebe am Abschluss nochmal kurzen Hinweis für die Rechnung oder ich nehme mal einfach da ein Bild raus und da schiebe ich mal die Rechnung rein und dann seht ihr die ganzen Kosten inklusive Steuern jetzt natürlich. Ich muss sie zahlen, ich kann sie nicht absetzen, ich komme nicht drum rum. Ich hoffe, dem einen oder anderen hilft es ein bisschen. Ich habe daraus gelernt, 6 Jahre altes Auto, mein Auto sieht eine Werkstatt nur noch dann, wenn ich es nicht mehr selber machen kann. Großteil Service kann ich selber machen. Klimaanlagen Service braucht man eigentlich eh nicht machen. Wäre auch mein Tipp an euch, nimmt ihn einfach komplett raus. Man muss in der Werkstatt heute einfach sagen, was sie tun soll und bei den Wartungsservice einfach sagen, also nein, nichts ersetzen. Luftfilter kann man selber machen, gibt es gute Anleitungen bei YouTube, kriegt man auch ganz günstig bestellt und viele Sachen kann man, wie gesagt, selber machen oder wenn es dann am Ölwechsel scheitert, direkt einfach der Firma sagen, bei der man Inspektion machen lässt, okay, macht einen Ölwechsel mit. Ist immer teuer in der Werkstatt, auch da. Ich meine, ich
Mein Tipp an alle, einfach deutlich mehr selber machen und wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht geht, der Werkstatt auch bei der Inspektion enge Grenzen setzen. Seht die Schuld auch bei mir, wobei ich immer noch sage, Leute, das könnt ihr nicht bringen. Aber gut, ich informiere euch, wie es ausbleibt. Vielleicht melden sie sich auch aufgrund meines Briefes, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Gut, dann bis bald. Tschüss.